So, hallo, wir machen weiter. Bei VLDC 11. Nochmal ein Part ohne Stevie. Letztes Mal haben wir Mondsuche wieder gestartet. Ja, war ein bisschen blöd, aber okay. Mr. Pixelator hat Planeswalker gebaut und ist damit 16. geworden. Okay. Kann ich da hoch? Ja, okay, das ist sowas. Ja, ja, alles klar. Okay. Ich könnte jetzt meinen Pilz opfern, aber ich nehme an, dass man hier anders... Ja, genau. Okay, das Level könnte übelst cool werden. Alles, was blau ist, ist sozusagen... Da drin kann man schwimmen. Das könnte wirklich sehr cool werden. Ah, nein! Ich will die mal noch behalten. Aber heißt das jetzt, die Muncher hier sind auch? Okay. Ich war skeptisch, aber es ist tatsächlich so. Okay, das ist cool. Die sind echt, ja. Aua. Ich dachte, da unten ist vielleicht was. Ich dachte, der geht ganz runter. Ich dachte so viel und alles war falsch. Okay, hier kann ich durchschwimmen. Finden wir gerade etwa den Mond? Yes. Was? Okay, schade. Finden wir etwa gerade den Mond? Yes. Schöner Troll. Schöner Troll. Da hat jemand... Das zeigt einfach wieder, wie viel jemand nachgedacht hat. Na? Ja, dann halt nicht. Das zeigt einfach wieder, wie viel jemand nachgedacht hat beim Erstellen. Das ist... Okay, ich dachte, das Schild ist vielleicht auch noch Wasser. Aber das ist wieder super ideenreich. Ich meine, klar gibt es das Gimmick, dass man einen Wasserabschnitt hat und der Rest ist Land, so. Logisch. Aber das ist schon nochmal richtig cool umgesetzt. Nee, gefällt mir sehr gut. Ja, genau, in der Röhre kann man einfach nur schwimmen. das ist übertrieben cool. Das ist wirklich cool designt. Bin begeistert. Vielleicht merkt man es. Nein! Okay, das ist nicht so cool. Okay, ich verstehe. Na, das Coole ist halt, dass er alle Elemente genommen hat. Jedes Element hat seinen blauen Abschnitt bekommen und in dem kann man schwimmen. Das ist schon nochmal besser, als wenn man jetzt nur sagt, okay, hier ist eine blaue Blase, in der kannst du schwimmen und so weiter, bla blub. Das ist schon nochmal ein anderes Level hier. Machen wir nur ein bisschen Yoshi-Coins technisch Sorgen. Aber vielleicht ist das Level ja noch ein bisschen länger. Oh mein Gott, ich komme nicht mehr hoch. Aua. Nein, lass mich in die blaue Röhre. Oh mein Gott. So. Bossfight? Schwierig. Wir haben noch nicht alle... Da kommt noch eine Yoshi-Coin raus. Eine Yoshi-Coin würde ich noch vermuten. Kriege ich noch ins Gesicht geschmissen. Ah, und die andere habe ich dann irgendwo verpasst. Oder es kommt beim Bossfight noch eine. Es könnte immer noch beim Bossfight eine... Ach so. Das ist ein Fake-Bossfight. Stimmt, ich kann keinen von den Blöcken nehmen. Aber die Yoshi-Coin habe ich nicht. Mist. Wo habe ich die denn liegen lassen? Okay, na gut. Aber in das Level gehe ich gerne nochmal rein. Ja, aber hier ist garantiert keine mehr. Nee. Okay.
In das Level gehe ich gerne nochmal rein. Das war cool. Das war einfach nur cool. So. Die erste Yoshi-Coin war die hier. Die haben wir mitgenommen. Und dann kam ganz lange keine mehr. Und da werde ich wahrscheinlich was verpasst haben, ja. Ah, warte mal. Hier kann man zum Beispiel nach unten. Jupp. Da haben wir sie schon. Ah. Okay, hätte ich haben können. Hätte ich haben können. Ist in Ordnung. Savarudo Tower. Gin 60. geworden. Das ist Level... Nee, Quatsch. Das ist nicht Level 88. Ich habe 88 Exits. Ich habe nur schon wieder eine 88 gesehen. Anti-Jump Water ahead. Okay. Und ich kann nicht klettern. Das ist schon mal verwirrend. Okay, in diesem Wasser kann ich nicht springen oder was? In diesem Wasser sterbe ich. Ach, ich muss hier oben rum. Ach, nee. Ach so. Der hat einfach Mancha drüber gepackt. Und dann kann man da nicht springen in dem Wasser. Verstanden. Ja, ich wollte gerade sagen, man kann doch hier gar nicht so einen... Ich hätte jetzt gedacht, hier fällt man runter. Ich wollte gerade sagen, man kann doch gar nicht so einen Effekt einbauen. Tun jetzt eigentlich die Stacheln weh und die auch, oder was? Ah, das sind Todesblöcke. Ah, okay, grünes Instant Death. Außer man ist klein und ist sozusagen... Moment. Aber jetzt muss er mich ja so durchlassen. Und hier töte ich... hier bin ich dann erst tot. Okay. Trotzdem kann man natürlich nicht springen im Wasser, ja. Okay, hier ist nochmal anders. Dann sind die Manche hier drüber, oder was? Wie hat er denn verhindert, dass ich hier springe? Das ist ja auch interessant. Es ist doch irgendwie nochmal ein bisschen anders, als ich dachte. Hier kann ich auch nicht schwimmen. Springen, okay. Also mit ASM kann er es nicht gemacht haben. Das war aber jetzt nicht schon das Level, oder? Nee, hätte mich auch gewundert. Okay. Wir fahren mal wieder Aufzug. Okay, wir sind Aufzug gefahren. Ich meine, ist eine interessante Strategie, um das Level zu verändern, ohne dass man durch eine Tür geht, ne? Ich dachte, das ist jetzt... Ich dachte, das ist eine Art Midway Point. Never mind, bin dumm. Okay, das war sehr weird, der Sprung. Lässt mich hier durch. Okay. Alter, ich weiß überhaupt nicht, wo ich stehen kann und wo nicht. Und holy shit. Da war zwar ein Mond, aber es gibt keinen Mond in dem Level. Insofern brauchen wir da gar nicht uns drum kümmern. Also, das dem Level hätte es sehr gut getan, ein bisschen weniger zugemüllt zu werden. So wird es nix. So schon. Das ist so ein Level, aus dem will man einfach nur raus. Also, das macht auch keinen Spaß, das zu spielen, muss ich leider sagen. Es hätte gut sein können, es hätte wirklich gut sein können, aber dadurch, dass es so zugemüllt ist, mit so viel unwichtigen... Oh nein, das ist erst der Midway Point.
Mit so viel unwichtigen Sachen. Das macht es... schwierige Momente. Das macht es unfassbar anstrengend. Das hätte echt schön werden können. Das hat Potenzial. So, das ist nicht schlecht gebaut. Oh, okay, ich darf die Treppe nicht berühren oder wie kann... Was? Oder muss ich einfach schnell sein jetzt? Okay, jetzt geht's nicht runter. Die Treppe war's. Hä? Hä? Aber es muss runterfahren, oder was? Ja, aber wenn ich hier... Hier komme ich nicht... Muss ich dann hier zurück? Aha. Nee, hä? Ach doch. Ah, jetzt kann ich hier rein weiterlaufen. Das meine ich, da hat sich jemand wirklich viele Gedanken gemacht. Da hat sich jemand wirklich viele Gedanken gemacht zu seinem Level-Design, wie sich das hier alles entwickelt, dass da wirklich eine Art... Oh mein Gott. Dass da wirklich eine Art mystischer Turm entsteht, in Anführungszeichen. Dass da wirklich eine Art mystischer Turm entsteht und so weiter, ne? Wie man das Level verändern kann. So, das ist alles cool. Aber dadurch, dass so viel unnützer Kram darum fliegt, ist es so schwierig, alles zu sehen und zu machen und... Boah. Also, das ist doch noch viel mehr... Ich will nicht wieder mit diesem Level anfangen, aber das ist doch noch viel mehr zugemüllt als das bei Twakes. Da hat das wahrscheinlich nochmal die Bonuspunkte für das Gimmick, für die Idee und so bekommen, für die Kreativität. Ja, wahrscheinlich. Okay. Ja, würde ich so gelten lassen. Spike Alarm ahead. Reset Alarm. You what? Darf man die roten nicht... Man darf das rote nicht berühren, oder was? Okay, ja, okay, man darf das rote nicht berühren. I see. Den Reset kann ich aber auch nur einmal nutzen. Danach bin ich tot. Aber es sind eigentlich wirklich nur die Sachen, wo man nicht weiß, kann ich durchlaufen, ist das jetzt fest, ist das jetzt nicht fest. So, das sind die einzigen Sachen, die wirklich stören. Ansonsten ist es ein eigentlich schönes Level. Ach, scheiße. Hä? Wieso starte ich denn jetzt hier wieder? Was habe ich denn jetzt falsch gemacht? Oben sind die Stacheln, ja, logisch. Ach, hätte ich schneller sein müssen, dass da die Säge hinterherkommt. Ah, ich glaube, ja. Ich glaube, da hätte ich die... Ich glaube, da unten ist eine... Ja, da unten ist die Säge. Ich verstehe. Und die fährt da einmal hoch und dann haut die ab. Okay. Ich habe die Säge nicht wahrgenommen. Ab wann kommt die denn? Ab da kommt die. Schau, aber das ist wieder was, das weiß man auch beim ersten Mal nicht, dass man da mit der Säge ein Wettrennen machen muss. Schwierige Momente. Reicht nicht. Jetzt wird es aber kritisch. Wenn ich die zu hoch fahren lasse, stoß mir doch den Kopf. Okay, stoß mir den Kopf nicht. Okay, ab jetzt muss es runterfahren.
Ich bin so schlecht. Okay. Ist das jetzt das Ziel? Natürlich nicht. Also ich will es nochmal sagen, die Ideen von dem Level sind extremst gut. Ich habe das gelesen. Ich hätte das nicht lesen sollen. Die Ideen von dem Level sind extremst gut. Die Fallen, die eingebaut sind und so weiter. Coole Sache. Aber leider, ja, mit gewaltigen Schwächen. Okay. Ich hatte so das Gefühl, dass ich dem Level ein bisschen Unrecht getan habe, weil es war wirklich gut durchdacht. Ja, gut durchdacht in einem gewissen Punkt, aber naja. Okay, wir gehen erstmal hier hin. Get the Mushroom von Manova, 58. geworden. Dann holen wir uns mal den Pilz. Da ist der Pilz. Okay, sind das jetzt alles so kleine Rätsel, um einen Pilz zu bekommen immer? Und dann nehme ich an, ich muss die jetzt auch behalten. Ja. Und dann verliere ich ihn wieder. Okay. I see. Pilz. Juhu. Also immer Pilz bekommen. Immer Pilz bekommen. Pilz behalten. Pilz bekommen. Pilz be... Super. Pilz behalten und so weiter. Und dann Pilz wieder loswerden. I see. Können wir machen. Wir behalten mal die Shell. Okay. Ich glaube, wir behalten die Shell nicht mehr. Hätte ich die Shell behalten müssen? War das wirklich gedacht, dass ich die behalte? Weil sonst komme ich hier nicht weiter. Scheinbar musste ich sie behalten, okay. Da ist ein Piesage drin. Ja gut, nee, ich wollte jetzt erst sagen, boah, es wird jetzt ja voll zum Puzzle. Nein. Es ist kein Puzzle geworden, alles gut. Midway! Nein! Woher soll ich das denn wissen? Okay. Kleine Kaizo-Einlage. Das war frech. Mist. Gott. Hä? Das war's schon. Okay, der Midway war jetzt ein bisschen merkwürdig platziert, muss ich gestehen. Das war ein bisschen kurz, aber schön. Hätte man noch mehr draus machen können. Man merkt so richtig, dass Manova irgendwann keinen Bock mehr hatte. Schade. Schade. Hätte man mehr draus machen können. Hatte wirklich schöne Elemente. Na gut. Oh, wait, ist das da oben ein Level? Ich hätte fast die Quiz Mario Academy übersehen. Das ist ein Level. Okay, ja rein da. LSH0426 hat eine Quiz Mario Academy gebaut. Ist damit allerdings nur in Anführungszeichen 77. geworden. Schauen wir mal, warum.
Welcome to Quiz Mario Academy. You will be graded by solving quizzes about Mario series. Will you be able to get A+? Auf jeden Fall. Aber ich weiß es nicht. Ich weiß, so viele Sachen weiß ich jetzt auch nicht unbedingt. Okay. What is Super Mario's full name? You can use pause, start to get enough time to think. Okay, ja, gute Idee. Sehr gute Idee. Mario Götze? Ja, wahrscheinlich. Mario Seagal, Mario Mario, Ultra. Ich habe noch nie irgendeine dieser Varianten gehört. Heißt der Mario Mario? Okay. Er heißt wohl Mario Mario. Was würde passieren, wenn man falsch liegt? Stirbt man oder darf man von vorne starten? Ach so, mein... Your greatest F. Aber man stirbt nicht mal. Man darf nochmal. Okay, dann muss ich mir bei jedem auch mal die falschen Türen angucken. Okay, der Voice Actor ist der hier. Das weiß ich. Ich gehe jetzt trotzdem kurz hier rein, weil jetzt habe ich ja Grade E. Starte ich jetzt von oben wieder? Nein, man startet hier wieder, okay. Aber ich weiß, dass es Charles Martinet ist. Was ein bisschen schlecht ist, wenn man sich für das Falsche entscheidet und... Ich wollte... Okay, hier kann ich es jetzt wieder nicht machen. Wenn man sich für das Falsche entscheidet, sieht man halt sofort, was richtig ist. Ne? Weil man ja hier die Blöcke... Aber ist okay. So, was war jetzt eigentlich die Frage? What is the relationship between Wario and Waluigi mentioned in the Mario and Sonic at the London... Ja, ja, Partners. Partners war schon richtig. Also, holen wir uns kurz D. Oh, D minus. Okay, jetzt geht's hier in die Richtung. So, ja, Partners. War schon richtig. How many normal exits in the Super Mario World? Gutes Englisch. Ah, es sind 96. Was passiert bei 48? Grade D plus? Einfach nur, okay, einfach nur D. Okay. Ich bin einfach mal gespannt, wie viele Varianten er von Mario gemacht hat. Ach so, und hier sieht man jetzt nicht mehr, was richtig ist. Weil ich weiß jetzt ja, dass das richtig ist. Hä, sind es nicht 6? Bin ich dumm? Normal Exits! Ups. Okay, das weiß ich nicht. Okay, 72. What is the fourth title of Paper Mario Series? Oh mein Gott. Oh, jetzt die Reihenfolge. Jetzt die Reihenfolge. Das ist jetzt fies. Die 1000 Yardor ist 2. Glaube ich. Es könnte Sticker Star sein. Ich glaube, Color Splash kam nach Sticker Star. Wir gehen auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall falsch. Deswegen gehen wir mal da rein und holen uns D+ ab. Oh ja, okay, da kommen noch einige Fragen. Alles klar. Das ist D+. So, dann ist es Sticker Star. Okay. Ah, ach so, weil er jetzt wahrscheinlich unten angekommen ist, musste er einen neuen Raum machen. Which of the following games is not to feature Luigi? Sunshine. In Sunshine kommt er nicht vor. Also ist Yoshi's Island falsch? Haben wir jetzt C-? Okay, ab jetzt werden alle Buchstaben nochmal abgestuft. Aber Mario duckt sich nach wie vor einfach nur. So, in Sunshine kommt er nicht vor. What was the first game that Waluigi appeared in? Das erste, wo er aufgetaucht ist. Oh, das weiß ich nicht. Doch, Tennis. Tennis. Und dann ist das auf jeden Fall falsch. Dann haben wir jetzt C.
Okay, Mario duckt sich einfach nach wie vor. Schade, jetzt kommen keine Varianten mehr. Aber was will man auch groß noch machen, ne? So. How many stars can you get in the castle in Super Mario 64? Oh, Himmel hilf. Also, es sind die... Ich hätte jetzt schon... Ich hätte jetzt fast, wenn hier noch mehr Zahlen gewesen wären, hätte ich gesagt mehr wie 6. Aber wenn 6 das Maximum ist, dann sind es auf jeden Fall 6. Hä? Sind es echt nur 6 Stück? Zweimal der Hase im Keller? Toad 1 im Keller? Toad 2 im zweiten Obergeschoss? Toad 3 im dritten Obergeschoss? Es sind 5. Es sind 5. Okay, 6 ist falsch. Dann haben wir jetzt C+. Das ist eigentlich kein Grund mehr, so zu machen. Eine 3 plus ist voll in Ordnung. Ja. Dann sind wir jetzt hier. Ja, 5. Which of the following characters has been playable in every Mario Kart series except arcade games? Okay, Toad gab's. Wario, Donkey Kong, Koopa Troopa. Boah. Also im allerersten waren sie auf jeden Fall alle dabei. Aber wer war in Arcade Games nicht dabei? Ich würde sagen Toad. Falls ich die Frage richtig verstehe. Okay, ja. Achso, ich wollte immer erst ins Falsche. Ja, moin. So, jetzt haben wir B-. Okay, ja, jetzt fängt das sich an zu freuen. Ist in Ordnung. Ja, I see. Kann man so machen. On which game console was Mario Party 4 released? Ist das schon GameCube gewesen? Ach so, Game Boy Advance gibt's. Aber, boah, was ist denn das vierte? Ich würde sagen GameCube. Also Game Boy Advance. Wobei, Advance könnte halt auch eine Mario Party Ableger bekommen haben. Also auf jeden Fall nicht die Wii. Yay, B. Auf jeden Fall nicht die Wii. Ich würde sagen GameCube. Nice. Which of the following games is not released on Virtual Boy? Virtual Boy Donkey Kong, Mario Clash, Mario's Tennis, Virtual Boy Wario Land. What? Not released? Also drei davon sind released. Ich weiß, dass Mario's Tennis released ist. Insofern können wir da schon mal rein, um uns A- abzuholen. Wir sind erst bei B+, ist in Ordnung. Mario Clash sagt mir gar nichts. Okay, das war's nicht. Ja, hier wäre ich raus. Das wäre jetzt die erste Frage, die ich nicht gewusst hätte, glaube ich. What year was New Super Mario Bros. Released in Japan? Oh, keine Ahnung. Keine Ahnung. Müsste ich schätzen. Ich würde sagen 2006. Ja, es wäre richtig gewesen. Okay. Dann gehen wir mal 2007 rein, damit wir einmal uns kurz A- abholen können jetzt aber. Yay! Jetzt gibt es ja aus irgendeinem Grund einen Pilz. In which game was the name Peach first mentioned in the West? Now you can get... Was ist das hier? Okay. Ah, und für den Mond muss ich die letzte Frage noch beantworten wahrscheinlich. Okay. Wo wurde Peach als erstes erwähnt? Yoshi's Safari? Super Mario 64?
Hieß die noch gar nicht Peach in Super Mario World? What the heck? Also Super Mario 64 war sie auf jeden Fall dann als Peach. Aber ich weiß nicht, ob es in RPG Peach gab. Geh mal auf RPG. Schade. Dann 64. Auch nicht. Was ist denn Yoshi's Safari? Ist da Peach vorgekommen? LOL. Ach, es geht noch weiter. Ab jetzt kann man jederzeit raus, aber man muss noch weitermachen für den Mond. How many kinds of Yoshi are playable in Super Mario Run? Ich habe keine Ahnung. Okay, das war richtig. Aber jetzt hat man überall wahrscheinlich A. Jetzt hat man überall wahrscheinlich A. Ja, okay, jetzt brauchen wir nicht mehr in die falschen reingehen. Gut. Dieses Ding heißt Mario Quiz Academy. Oder Quiz Mario Academy? Scheiße. So rum. Und jetzt kriege ich meinen Mond. Okay. Congratulations, you have gotten A or better now. Achso, das ist, okay, ist die gleiche Messagebox. Und der Endraum ist aber auch der gleiche. Nur, dass der Mond halt zwischendurch war. Okay. Na, das war doch ganz nett. Ich hätte nicht alles gewusst. So. Ja, ich würde sagen, hier schließen wir ab. Das sind jetzt erstmal wieder zwei Parts. Ich würde hier auch erstmal die Aufnahme abschließen. Und hoffen, dass wir Stevie ab dem nächsten Part wieder dabei haben. Dann haben wir nämlich gar nicht mal so viel ohne ihn gemacht. Danke fürs Zuschauen und tschüss.